Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem kleinen Video aus der Reihe Tools. Und genauer geht es mir heute um das Headset, das ich gerade trage. Das ist ein T-Bone mit Klinke und das ist angeschlossen an den Empfänger eines Holiland Lark. Und zwar hatte ich hier erhebliche Zweifel, ob das funktioniert, aber dafür zeige ich das Mikrofon vielleicht nochmal gleich. Zum Hintergrund. Ich hatte erhebliche Probleme mit meinem Samsung Stage Kit. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das auf der 2,4 GHz Frequenz sendet und dadurch immer mal wieder der ein oder andere Abbruch zu hören war. Und das werde ich gleich mal aufsetzen, um den Unterschied zu zeigen und möglicherweise auch, wo die Vorteile dieses neuen Mikrofons, dieses neuen Headsets liegen. Aber dazu stöpsel ich jetzt erstmal oben und setze das andere Headset auf. Andere Headset zu hören sein, nämlich das, das ich gerade trage. Das ist jetzt das Samsung Stage Kit XPD1 mit dem mitgelieferten Headset, das ein bisschen einen wackeligeren Eindruck macht als das sehr gut verarbeitete T-Bone Headset, Headmic. Und ich würde das Ganze sehr, sehr gern das Problem mal ganz kurz illustrieren, denn das Samsung Stage Kit hat mir über lange Jahre sehr, sehr gute Dienste geleistet. Ich bin sehr zufrieden damit gewesen. Ich mache mal das ein bisschen größer. Das ist mehr oder weniger ein USB-Funkmikrofon, das auf der 2,4 GHz Frequenz sendet. Man schließt den Dongle an und kann dann das Mikrofon benutzen. Ich zeige schon mal ganz kurz so ein bisschen, wo das Problem liegt, nämlich am jeweiligen Anschluss. Denn hier sieht man einen Mikrofonanschluss, der für den Anschluss an das Samsung gebraucht werden muss. Und das Holiland Lark, wie das Rode Wireless Go, haben allerdings einen Klinkeneingang, sodass ich mein Headset an dem neuen Mikrofon nicht benutzen konnte und in den letzten Wochen mehr recht als schlecht mit besserem und schlechterem Ton auskommen musste. Und deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe dieses Mikrofon bestellt, und zwar das T-Bone Headmic mit einem Klinkeneingang. Diejenigen, die das Mikrofon schon mal aufgerufen haben, wissen, dass sie üblicherweise das Holiland Lark mit einem Lavaliermikrofon benutzen können. Und ich schalte jetzt mal das Mikrofon wieder um und setze das andere auf, damit man möglicherweise auch den Unterschied hören kann. So. Und jetzt spreche ich faktisch schon wieder durch dieses neue Mikrofon. Das muss ich noch kurz aufziehen. So, das ist jetzt das neue Mikrofon von T-Bone, das Headmic. Und jetzt ist die große Frage gewesen: Passt diese Klinke mit dem Feststellverschluss, der üblicherweise für Sennheiser benutzt wird, auf die Empfangseinheit des Holiland Lark? Und sie passt. Ohne Umlöten, ohne Neuverschraubung, ohne zusätzliche Adapter hier. Ich bin hier lange auf der Suche gewesen, um dieses Lavaliermikrofon zu ersetzen durch ein vernünftiges Headset. Und das ist es, das, was ich gefunden habe: das T-Bone Headmic, das tatsächlich gut geeignet ist, um hier als optimale Ergänzung für das Holiland Lark oder das Rode Wireless Go zu dienen. Kostet 59 Euro, ist ein fairer Preis, ist es gut verarbeitet von Thomann und wird schnell geliefert. Das als Workaround für diejenigen, die mit dem Samsung Stage Kit Probleme haben. Der einfache Hintergrund ist der: Ich vermute, dass dadurch, dass alle jetzt mittlerweile mit WLAN-fähigen Geräten und mehr WLAN-fähigen Geräten in den Seminaren und Vorlesungen und Konferenzen sitzen, es zunehmend Probleme mit dem Frequenzband und mit der Stabilität dieses Samsung-Receivers gibt, sodass ich ihn in den Kontexten leider nicht mehr verwenden kann, stattdessen jetzt auf das T-Bone Headmic setze, zusammen mit dem Holiland Lark. Das scheint mir die beste Wahl zu sein. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme jetzt klingt. Verlinke alles in der Beschreibung unter dem Video und hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit helfen konnte, zumindest mit der Frage,
ob diese Art von Klinkenmikrofonen ja, an das Holyland Lark und das Wireless Go passen. Die einfache Antwort ist ja. Also kaufen, ersetzen, glücklich sein. In diesem Sinne einen schönen Abend und auf ganz bald. Ciao.